Weiter geht's mit Foundation und dem großen User Interface Update. Ihr Lieben, wir spielen weiter und haben eine Menge zu tun. Wir gehen auf die normale Geschwindigkeit und werden uns erstmal um unser Buch kümmern. Und wir haben ja hier Arbeitslose. Und einer wird bitte ein Baumeister und einen möchte ich gerne als... Tja, ist eine gute Frage. Ich würde ihn tatsächlich... Wir lassen den erstmal so drin. Oder wir lassen... Nee, wir stellen ihn als Holzfäller ein. Da soll erstmal ein bisschen Holz sammeln. Denn was wir auch brauchen, das müssen wir auch direkt bauen, ist jetzt allmählich ein Sägewerk. Das schmeißen wir auch mal direkt einmal am Anfang, meine Herren. Und sagen bitte, ein Sägewerk, das bauen wir einmal da unten hin, möglichst weit weg, damit wir hier keine schlechten Einflüsse haben. Einmal dahin bitte. So, wunderbar. Das haben wir im Bau. Dann können wir da nämlich den Arbeitslosen zuweisen. Und solange der nichts zu tun hat, ist der erstmal Holzfäller. Er kann nicht wohnen in einem Haus. Ja, das ist jetzt halt nicht möglich. So, also die Frage ist natürlich auch, warum ist in diesem Wohngebiet hier kein Haus? Ihr seht, da oben kommt schon das erste Haus. Ne? Da kommt das erste Wohnhaus. Und das ist halt auch die Sache in dem Spiel, die ich extrem cool finde. Ein Wohnhaus kommt nicht einfach so, sondern ihr müsst ein Gebiet freischalten und den Ressourcen geben. Und dann bauen die sich ihre eigenen Häuser und rüsten die sich auch selbst auf. Also das ist ein bisschen dynamischer und generischer. Das heißt, diese Sachen bauen die sich selbst. Was ihr hinterher machen könnt, ist das Ganze verbessern. Ihr könnt, also verbessern heißt, ihr könnt eine Bank hinstellen und andere Dinge. Aber ihr könnt ihnen nur ein Gebiet zuweisen, wo sie bauen können. Und dann bauen die sich ihre Wohnhäuser hier wirklich selbst. Und auch das Aufrüsten, Authorize Density Upgrade. Ihr seht, Häuser werden ausgebaut, wenn die Bewohner befördert werden und kein passendes Haus finden können. Dann bauen die sich das auch selbst aus. Das heißt, die sind nicht mehr Leibeigene, sondern Bürger oder was auch immer. Und wenn und dann haben sie natürlich Bock auf ein größeres und besseres Haus. Und dann gehen sie dahin und werden sich das auch bauen. Und da ist es fertig. Unser erstes Haus. Ist das cool? Ist nice, oder? Sehr schön. Und mein Herrenhaus, das hatte ich ja schon mal gesagt, das kommt auf jeden Fall hier unten ans Wasser. Und ich möchte es tatsächlich hier an die Stelle haben. Da will ich mein Herrenhaus hinsetzen und das bauen wir uns jetzt erstmal. Und es wird erstmal ein einfaches Herrenhaus, damit wir das platzieren können. Auch hier wieder. Ihr habt erforderliche Teile und es ist aber nicht alles erforderlich, immer zwangsweise, was hier drin steht. Das war Quatsch, was ich beim letzten Mal erzählt hatte. Ihr habt erforderliche Teile, in dem Fall steht es hier unten die Tür. Das heißt, das braucht ihr auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, könnte ich jetzt hier eine Tür bauen und das reicht? Es würde tatsächlich sogar reichen. Okay, ja, also eine reine Tür möchte ich jetzt nicht bauen. Irgendwie ist eine Tür so mitten im Gelände so ein bisschen sinnlos. Deswegen werden wir als allererstes das Hauptgebäude platzieren. Und das machen wir mal. Ja, ich würde sagen, machen das mal zur Seite. Wir platzieren das mal passend zur Küstenlinie. So. Ja, das ist gut. Und dann kommt vorne natürlich eine Tür ran. Selbstverständlich. Und das bauen wir mal. Und sobald wir mit der Produktion an den Rand kommen, mehr Bürger haben und so weiter, dann können wir das auch ausbauen. Wir können zum Beispiel Holztürme dran setzen. Wir könnten hier Erweiterungen ransetzen. Und das ist extrem nice. Das ist dieser Baumodus, den ich euch gezeigt hatte. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ihr seht an diesen Gebäuden immer diese blauen Bubbles hier. Und an diese blauen Bubbles könnt ihr diese ganzen Elemente jetzt dran setzen. Je nachdem, wie ihr das wollt. Ihr könnt sie hier drehen und dann hier auch noch weiter bauen. Ihr könntet hier noch ein anderes Hauptgebäude noch ranflanschen und das wirklich zu einem riesigen Gebäude bauen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man hier oben noch was ransetzen kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da geht zum Beispiel hier dieser Turm mit ran. Also das ist wirklich ganz, ganz nice gemacht. Und das geht wirklich bei allen Sachen. Ihr habt dann hier zum Beispiel die Banner, die ihr setzen könnt. Ja. Die könnten wir jetzt hier überall ransetzen und wir können hier eine Hecke hinsetzen vorher und so weiter und so fort. Also wirklich, das ist wirklich ganz toll. So, jetzt will ich das aber tatsächlich nicht verändern. Jetzt haben wir das alles schon gemacht und das geben wir jetzt auch in den Bau. Und hierzu brauchen wir jetzt nämlich auch Bretter. Und die Bretter müssen wir uns jetzt natürlich hier erstmal produzieren.
So, das heißt, wir sind jetzt dabei und bauen unser Sägewerk. Und jetzt können wir ruhig mal auf hohe Geschwindigkeit gehen. Und mit dem Sägewerk machen wir dann das. Okay, also, während die arbeiten, können wir uns um noch ein anderes Thema kümmern. Das geht jetzt aber schnell hier. Okay, wir kümmern uns noch um ein anderes Thema. Wir haben nämlich hier hinten bei den Ständen das Lagerhaus und das Vogtbüro. So, das Lagerhaus schalten wir uns mal frei. Und beim Vogtbüro möchte ich tatsächlich mit euch jetzt gemeinsam hier mal gucken. Vogtbüro, Mineralien suchen. Jede Karte verfügt über eine Reihe von Ressourcen, die erkundet werden können. Diese Ressourcen sind zunächst unbekannt. Sie können aber von einem Vogt erkundet werden, um die Geheimnisse zu entdecken. Ja, das ist doch schön. Einmal zugewiesen findet ihr verschiedene Mandate in der Registerkarte allgemein eures Herrenhauses. Okay, das heißt, wir brauchen ein Herrenhaus und das wusste ich tatsächlich auch nicht. Und dann bauen wir das erstmal. Jetzt haben wir das Sägewerk. Im Sägewerk brauchen wir jetzt Zimmermänner. Jetzt gehen wir mal kurz in die Pause. Jetzt müssen wir uns nämlich hier Leute raussuchen. Ich würde tatsächlich einen Holzfäller nehmen. Wir haben jetzt nämlich drei. Steinbruch. Ich würde erstmal einen Bergarbeiter nehmen. Holzbretter sind im Moment erstmal wichtiger für uns. Ja. Genau. Ja, so machen wir das. Der soll jetzt erstmal die Holzbretter produzieren und den Teil machen. Wunderbar. Dann können wir in der Zeit nochmal in die Farben gehen und gucken, dass wir die Ausbeutung hier verändern. So. Das ist hier nämlich alles schon abgeholzt. Das kleine Bäumchen, da kann stehen bleiben. Da auch. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum bauen die hier nicht weiter? Das ist in dem Fall relativ einfach. Den reicht hier hinten der Platz nicht, deswegen bauen die hier keine weiteren Gebäude auf. Aber hier gibt es jetzt tatsächlich Hausrang 1, Hausdichte 1, Attraktivität Durchschnitt. Und hier wohnen jetzt zwei Leute drin, Emrich und Ginebra. Es gibt nichts zu berichten. Ja, das ist doch nett. So, jetzt haben wir hier einen Marktplatz, Aufträge, Konstruktion. Wir sind bei plus 8, das sind natürlich nicht allzu viel. Wir verkaufen halt munter unsere Beeren. Das ist jetzt halt der Punkt, wir müssen jetzt langsam weitere Produkte produzieren, damit wir hier mehr Marktstände bauen können, damit wir da halt mehr verkaufen können. Ja, aber was wir auch machen sollten, sobald unser Haus hier hinten steht, das Herrenhaus, dann sollten wir auf jeden Fall das Vogtbüro machen wir, schalten wir frei, wenn der hier kommt, wenn das Herrenhaus fertig ist, dann sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns eine neue Region holen. Ja, das ist dann halt auch wichtig, damit wir unser Gebiet hier erweitern können. Und da ist es fertig. Sehr cool. Und das ist doch nice, oder? Hier vorne schön am See, unser Herrenhaus. Wunderbar. Sehr hübsch. Dann nehmen wir jetzt unser Vogtbüro und schalten das frei. Haben wir es denn? Da, zack. Vogtbüro-Gebäudefunktion ist jetzt verfügbar. Sehr schön. Befördern Sie den ersten Neuankömmling. Zuweisende Funktion: große Halle zu einem Raum im Herrenhaus. Ja, so viele Funktionen habe ich jetzt hier, wenn ich ehrlich bin, nicht. Aber das werden wir ja sehen, wie das geht. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall. Moment, jetzt will ich erstmal gucken, brauchen wir dafür einen Arbeiter, der da arbeitet? Holzfäller-Sammler, Bergarbeiter, Markthändler, Förster brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt auch ein freies Territorium bekommen? Ne, null freie Territorien zum Einlösen. Okay, gut. Entschuldigt bitte, meine Katze wollte gerade rein. Ich hoffe, dass sie gleich nicht wieder raus will. Aber okay, dann ist es halt so. Also, wir machen weiter. Und wir können hier jetzt sagen, bei der Stückliste, dass wir dem Hauptgebäude jetzt die große Halle zuweisen. Und eure Halle. Gesandte werden hier untergebracht. Multipliziert den Punkt des Gebäudeteils um 2. Ermöglicht es euch, die Dorfbewohner zu einem höheren Rang zu befördern. Das ist übrigens tatsächlich neu. Haben die sich selbst aufgewertet. Da sind die einfach über die Sachen so ein Stückchen für Stückchen selbst aufgestiegen. Dass ihr die aufwertet, das ist tatsächlich neu.
Okay, wunderbar. Dann machen wir weiter. Ah, mit der Geschwindigkeitsstufe 1. Und jetzt müssen wir erstmal den ersten Neuankömmling befördern. Jetzt schauen wir mal. Wir haben hier zwei Neuankömmlinge. Er ist Holzfäller und Baumeister. Ich würde sagen, wir nehmen uns schon mal den Holzfäller, ne? Also, das sind wir ihnen schon, das sind wir ihnen schon schuldig, dass wir einmal so einen Holzfäller nehmen. Oder auch den Baumeister. Doch, komm, wir nehmen den Baumeister. Wo ist er? Das ist die gute Frage. Wer von euch ist Emmerich? Dann klicken wir einfach darauf, dann sehen wir das auch. Ist er das da? Ne, das ist Eider. Okay, komm. Wir sollten ihn befördern. Und es ist die Frage, wie wir das machen. Er ist Baumeister Level 3. Ne, er war Leibeigener. Das habe ich den Falschen erwischt. Tatsächlich. Dann wollte ich Eiler nehmen. Genau. So. Und Eiler sollen wir befördern. Und jetzt ist die Frage, wie wir das machen. Gucken wir hier. Befördern die Dorfbewohner zum Leibeigenen am Anfang des Monats. Okay, dann warten wir mal bis zum Anfang des Monats. Mal gucken, ob wir das dann machen können. Jetzt ist mir wichtig, dass wir erstmal diese Handelsroute freischalten. Da bekommen wir nämlich auch einen freien Landstrich. Und zack, wir müssen auf jeden Fall auch langsam Werkzeuge einkaufen. Das ist auch wichtig. So, Territorium. Auch da habe ich schon mal geguckt. Ich würde tatsächlich gerne dieses hier nehmen. Denn wir haben dann die Möglichkeit, hier unsere Wohngebiete zu erweitern. Einmal dahin. So. Und dann sollten hoffentlich unsere Leute hier auch mehr Häuser bauen. Sehr gut. Und dann sind sie direkt dabei und bauen hier Häuser. Wunderbar. Und errichtet eure erste Handelsroute. So. Baut ein Lagerhaus, weist Werkzeuge im Lagerhaus zu, erlaubt den Kauf von Werkzeugen über das Handelspanel. Das werden wir tun. Und zum Verkauf würde ich hier unter anderem auch Beeren anbieten. Aber dazu brauchen wir dann, sobald hier genug Leute sind und wir neue bekommen, müssen wir hier definitiv mehr Beeren abbauen, denn das ist momentan ein bisschen eng. Aber jetzt bauen wir erstmal ein Lagerhaus. Und tja, ist die Frage, ob wir das da hinsetzen, vor allen Dingen wie rum, ne? Ich würde es tatsächlich so rumsetzen. Wir machen das so rum. 15 Bretter und 10 Steine und ab dafür bitte. So. Ach, guck mal, hier geht es jetzt richtig ab. Hier haben sie jetzt ein Wohnhaus, noch ein Wohnhaus, hier noch ein Wohnhaus. Sehr schön. Unsere Siedlung wächst und gedeiht. Und jetzt ist Tag 1. Nee, von Woche 2. Noch ist kein neuer Monat angebrochen. Okay. Dann können wir ein bisschen schneller machen. Dann gucken wir mal, dass das hier gebaut wird. Und dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch bekommen haben. Wir brauchen nämlich auch eine Dorfkirche. Und die würde ich tatsächlich hier in diesen Übergangsbereich platzieren. Wir schauen noch mal bei der Attraktivität. Wir haben nämlich hier so diesen Bereich der Attraktivitätsgrenze. Und da würde ich tatsächlich dann genau an dem Punkt die Dorfkirche hin platzieren. Einmal dahin. Und wir brauchen Hauptgebäude, Tür und Glockenturm. Das heißt, Hauptgebäude. Dann drehen das mal ein bisschen, dass es hier so halbwegs zu dem Weg passt. So. Dann brauchen wir eine Tür. So eine schöne Tür natürlich. Und ganz hinten kommt ein Steinglockenturm hin. Der braucht wie viel? 20 Stein? Ah, puh. Ja, wir machen das trotzdem. Wir machen den Steinglockenturm. Genau, das machen wir. Ja. Das kostet natürlich, das ist jetzt das erste richtige große Projekt, was wir stemmen müssen mit unserer Bevölkerung. Gut, dann machen wir das weg. Wo haben wir es denn? Dort. Und dann können wir die beiden Neuankömmlinge erstmal in Lohn und Brot stellen. Und ich würde tatsächlich die beiden als Bergarbeiter einstellen, denn im Moment brauchen wir relativ viel Steine. Und dann ist es gut, wenn wir hier genügend Bergarbeiter drin haben. Gut. Sehr schön. Und wir könnten tatsächlich,
Tja, ist die Frage, ob wir einen Zimmermann rausnehmen. Wir müssen auf jeden Fall mehr Beeren produzieren. Da haben wir momentan ein arges Manko. Da ist nur noch eine Beere drin und da sind 19 drin. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Beeren hier. Eine höhere Beerenproduktion. Ja, wir ziehen den Zimmermann ab. Wir ziehen den Zimmermann zum Sammler ab. Das ist wichtiger. Ich denke, es ist wichtig. Entschuldigt bitte. Es ist wichtiger, dass wir hier einen Sammler haben, der hier wirklich die Sachen sammelt. Ansonsten macht das hier halt keinen Sinn. Und das Ding würde ich gerne priorisieren. Das sollt ihr bitte zuerst bauen. So, Stein haben wir jetzt 23. Das sieht gut aus. Wie viel brauchen wir hier? 48. Alles klar. Und hier... Ach, guckt euch das mal. Ist das hübsch? Diese Häuser hier. Schick. So einen kleinen Vorplatz noch. Der kleine Weg, der dazwischen lang führt. Sehr hübsch. Echt schick, muss ich sagen. Wunderbar. So, befördert den ersten Neuankömmling. Ja, da bin ich immer noch nicht weiter, wie ich das mache. Die Funktion habe ich tatsächlich immer noch nicht gefunden. Wir haben, meine ich, hier zwei Neuankömmlinge. Und es sind Leibeigene. Nee, wir hatten aber Neuankömmlinge. Genau da. Jetzt gucken wir mal alles durch. Vielleicht finden wir das ja. Also Gebäude. Lagerhaus hat aktuell nichts. Läuft auch die Konstruktion noch. Handelsaktiviert, da arbeiten wir dran. Budget. Oh, plus minus 1. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Stände, da können wir im Moment auch nichts machen. Nee. Die Armee, da ist auch nichts und das Protokoll auch nichts. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich ihn befördern soll. Ich schlage das einfach zur nächsten Folge nochmal nach. Ich guck mir das nochmal an, wo wir das machen. Und unser Lagerhaus ist gebaut. Sehr gut. Dann gehen wir mal auf niedrige Geschwindigkeit. Und in dem Lagerhaus würde ich tatsächlich einmal... Brauchen wir Werkzeuge. Und jetzt steht hier auch, weist Werkzeuge einem Lagerhaus zu, erlaubt den Kauf von Werkzeugen über das Handelspanel. Maximaler Lagerbestand ablehnen, Lager leeren. Und... Ja, da können wir ruhig einen normalen Lagerstand machen. Und hier würde ich tatsächlich jetzt auch sagen, machen wir Bretter rein. Denn Bretter möchte ja... Haben wir ihn denn? Und Bretter möchte er ja hier auch haben. Northbury. Ja, das können wir nämlich auch machen. Also, Bretter verkaufen wir. Was haben wir noch? Beeren haben wir nicht genügend. Dann verkaufen wir an ihn Bretter. Wir haben 21... Und kaufe, bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. Ich möchte eigentlich verkaufen. Aufstocken. Ich hoffe, das heißt verkaufen, da bin ich mir nicht sicher. Aber wir kaufen auf jeden Fall Werkzeuge, bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. In dem Fall 20. So. Und ich möchte gerne Bretter ja verkaufen. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Ja. Und dann nehmen wir als obere Stückzahl tatsächlich auch mal 20. Okay, sehr schön. Das heißt, alles oberhalb von 20 Brettern verkaufen. Und das wird gekauft. Und Bretter sind hier drin im Lagerhaus. Haben wir dann noch irgendwas, was wir kaufen können eventuell? Nee, im Moment noch nicht. Nee, das sieht gut aus. Okay. Wir machen auch wieder 11 Gold am Tag, das ist gut. Da macht sich unsere zusätzliche Beerenproduktion jetzt ausbezahlt. Denn wir hatten im Moment, habe ich das Gefühl, wirklich zu wenig Beeren. Hier sieht es auch gut aus. Gottesdienst fehlt noch. Ansonsten sieht es im Moment tatsächlich ziemlich gut aus. Wir haben einen, der ist arbeitslos. An was fehlt es denn im Moment? Steine produzieren wir genug. Haben wir noch irgendwas, was wir sinnvollerweise bauen und bestücken können? Nee. Dann würde ich tatsächlich sagen, setzen wir den letzten da mal rein. Den Arbeitslosen. Okay. Haben wir. Perfekt. Wie sieht es hier mit unseren Leuten aus? Ach, guck, das sieht doch schick aus hier, ne?
Jetzt müssen wir tatsächlich warten, dass unsere Kirche fertig wird. Und es ist auch so nice, dass sie sich hier drinne, weil die Kirche so hoch ist, jetzt hier auch so ein kleines Gestell bauen, dass sie wirklich auch ganz oben rankommen. Das ist echt schick. Sehr, sehr hübsch. Ein Mönch nähert sich unserem Dorf. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich hoffe, unsere Kirche ist gleich fertig. Naja, wir werden sehen, was passiert, wenn die Kirche nicht fertig ist. Wir gehen mal auf die höchste Geschwindigkeit und werden erstmal unsere Kirche fertig machen. Ein Mönch bittet um eine Audienz. Echt? Noch 5 Tage? Ja, die soll er haben. Dies sind schwere Zeiten. Mein Herr, der König verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte ein paar seiner Kirchen renovieren, aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Dem König. Liefere 50 Bretter zum Königreich. Belohnung sind 10. Jetzt gucken wir einmal, was wir als Belohnung bekommen. 10 königlicher Einfluss. Wir kriegen 5 abgezogen. Wir können dem Klerus helfen oder dem Volk. Ich würde tatsächlich dem Volk helfen. Das gibt 50. Also auf jeden Fall könnten wir so... ja, wir könnten was verdienen. Aber wir verkaufen ja auch gerade was, ne? Wir machen das. Wir helfen dem Volk und wir sollen 50 Bretter liefern. Liefere 50 Bretter zur Arbeitschaft hinzugefügt. Okay. Noch 60 Tage. Wow. Das ist natürlich krass. Dann sollten wir auf jeden Fall hier 3 Zimmermänner. Das haben wir. Und dann müssen wir im Handelsmenü auf jeden Fall den Punkt hier rausnehmen. Dann machen wir hier mal, das machen wir ein bisschen höher. Machen wir mal, keine Ahnung. Machen wir 65. Dann sind wir hier auf der sicheren Seite und haben noch ein paar für uns übrig. So, da brauchen wir auch noch 10. Jetzt müssen wir, das ist jetzt ärgerlich. Dann nehmen wir jetzt mal vom Steinmetz einen weg. Und lassen den noch, wo ist er? Bergarbeiter. Und lassen den noch Zimmermann werden. Okay, da hoffe ich mal, dass wir das dann damit hinkriegen. Zimmermann, okay. Und ist unsere Kirche damit fertig? Na, noch nicht ganz. Es fehlt immer noch ein bisschen was. So, jetzt produzieren wir natürlich auch weniger Stein. Aber das ist in dem Fall wichtiger hier. Denn das möchte ich tatsächlich gerne machen. Denn 10, jetzt muss ich nochmal gucken. 10 Arbeiterschaft Einfluss ist schon, das ist schon wichtig. Das ist schon gut, wenn wir das haben. Okay, wir sind bei minus 15. Ja, wir verkaufen nichts mehr, ne? Wir kaufen nur noch ein. Das ist jetzt ärgerlich. Aber okay, das können wir leider nicht ändern. Das ist jetzt wichtig, dass wir das hinkriegen. Okay, da wird noch ein Bäumchen abgeholzt. Übrigens, wir müssen jetzt auch langsam gucken, dass wir weitere Gebiete erschließen. Also an Holz. Das heißt, wir müssen auch ein Forsthaus bauen. Jetzt machen wir erstmal das Bäumchen auch noch weg. Und dann bauen wir jetzt bitte mal ein Forsthaus. Dazu brauchen wir Holz, ne? Ja. Wir bauen das trotzdem. Wir bauen das Forsthaus einmal dahin. Zack. So, jetzt fehlt uns ein bisschen Holz, aber wir haben noch genug Bretter. Ja, das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wie sieht es mit der Zufriedenheit aus? 97%? Wow. In der Kirche können die Leute auch schon gehen, bloß hier hinten der Teil ist noch nicht fertig.
Aber der Hauptteil passt schon. Ja, genau. Also diesmal sieht es nicht so gut aus. Wir haben nicht so gut gewirtschaftet. Der Handel schlägt hier halt momentan rein. Ne? Das ist echt heftig, muss ich wirklich sagen. Aber viel mehr brauchen wir jetzt Gott sei Dank nicht. Wir haben jetzt unsere Werkzeuge voll. Und wir haben, glaube ich, 20 eingestellt. Ja, genau. Also viel mehr machen wir dann auch nicht. Gut. So. Tja, dann würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen schneller. Können wir nicht, sind schon auf Maximum. Dann warten wir mal ab, bis unsere Kirche fertig ist. Denn die wollen wir uns doch nochmal angucken. Und sie ist gleich fertig. Und da sind schon 4 Leute drin. Sehr schön. Zack. Und damit ist unsere Dorfkirche fertig. Ist das nicht schick? Nice. Sehr hübsch. Unser Dorf wächst und gedeiht, ihr Lieben. In dem Sinne, macht's gut. Bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.